Willkommen im Atelier Küchentisch. Das letzte Mal habe ich euch ja gezeigt, wie man Mandala macht, ein einfaches Mandala, so wie dieses. Meins ist jetzt trocken und ich habe schon vorausgemacht, dass es trocken ist. So, jetzt geht es um das Thema Top Dots. Top Dots, das sind Punkte auf den Punkten, die ihr hier hoffentlich erkennen könnt. Die verleihen halt mit dem Bild ein bisschen mehr Pfiff und es sieht ja harmonischer aus, weil so sieht es einfach so ein bisschen platt aus, finde ich. Ja, und es ist keine Hexerei, es ist nicht schwer. Ich finde, Mandala machen es viel, viel schwerer, wie diese Top Dots. Ja, hier habe ich auch noch welche. Zum zeigen, wie das aussehen könnte. Ja. Farben könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt da Türkis und Magenta oder Magenta, wie das die einen nennen. Wichtig ist, dass ihr das Werkzeug wählt, das immer ein bisschen kleiner ist wie der Punkt selber. Also hier habe ich, glaube ich, mit dem gelben einen großen Punkt gedottet. Also nehme ich den, der kleiner ist. So, so welche Farbe nehme ich? Türkis? Magenta? So, dann geht ihr da rauf und versucht schön mittig, so wie ich jetzt, den Punkt zu setzen. So. Gibt natürlich einen schönen Kontrast jetzt, die zwei Farben, so, wunderbar, dann schaue ich schnell, ist zu groß, nehme ich eins kleiner, diesen, ja, könnte hinkommen, ne? Mache ich noch mal eine Runde, mit dem, sehen wir dann. Dann könnt ihr, ich setze jetzt die Punkte seitlich an, danach zeige ich euch warum. So, eine Runde geschafft. So, dann nehme ich den da, ein bisschen größer, nehme ich Türkis. Und setze den Öl mittig an. Da habe ich nicht mehr so viel vom Türkis übrig. So. Ihr könnt das Ganze bis zum äußeren Rand ziehen, dass man nur noch so ein klein bisschen vom Weiß sieht. Finde ich selber nicht ganz so schön. So. So.
Wunderbar. So. Achtet darauf, dass die Farben wirklich trocken sind, wenn ihr nochmal drüber geht. Weil, ja, sonst vermischt es sich. So, ich nehme jetzt hier noch Schwarz dazu. Ich muss schauen, habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ja, das ist ziemlich dick. So, schnell ein bisschen verdünnen. Wenn man die Farben länger nicht mehr benutzt, dann dicken sie halt so ein bisschen ein. Und wenn man wassermischbare Farben nimmt, dann kann man es gut mit Wasser verdünnen. Sieht man halt nicht mehr ganz so dick, wenn man es einfach so kauft oder mit Pudding verdünnt. Ja, das geht, das kann man so nehmen. So, wischen. Schmierige Finger, ja, das soll's. So, jetzt groß, habe ich den hier genommen, nehme ich jetzt eins kleiner. Ich werde euch dann da mal noch Zentimeterangaben machen. Da habe ich jetzt nicht gemacht. So. Dann, hier bin ich ja in der ersten Reihe, bin ich eher seitlich, habe ich die Punkte gesetzt, und in der zweiten Reihe beim Türkis ist dann mittig. Ich finde, es gibt dann wie noch so ein bisschen Bewegung in das ganze Bild. Deswegen mache ich das so. Könnt ihr, müsst ihr aber nicht. Hier mache ich sie jetzt wieder unten ran, also am Rand. Eieiei. So. Ha, zwei Augen. So. So, die kleinen Dots könnt ihr auch nachdotten. Da schaut ihr einfach auch wieder, wie groß war der Punkt, was nehme ich da, welche Farbe, gehe ich wieder ins Magenta, gehe hier rein. Und dann könnt ihr wie, als ihr diese Walking Dots gemacht habt, hier drauf gehen. Und je kleiner die Punkte werden, umso schwieriger wird es dann halt. Also hier wieder. Zack. So, mache ich hier eine Runde. Magenta. Wieder auf den gleichen Punkt. Ja, da war es ein bisschen zu groß, aber egal. Farbe holen. Und da drüben. Hier rein. Schön. Habe ich noch eins?
es am Anfang nicht perfekt, dann ist es halt so, weil, ja, shit happens. Wir müssen von diesem Gefühl des Perfektionismus wegkommen, weil Spaß. Es soll Spaß machen. Und es soll entspannen. Und wenn du schon von Anbeginn an das Bedürfnis hast, du musst es perfekt und schön und was weiß ich, Picasso werden, dann wird es nichts. So. Den, ne? Feiner. Seht ihr? Die sind da. Gut. Mal schauen, vielleicht muss ich doch noch größer nehmen. Ne? Passt. So. So führt ihr das immer weiter und weiter und weiter, bis ihr diese Walking Dots ausgefüllt habt. So, dann nehme ich noch ein feineres Dotting-Tool. Habe ich es denn? Hier. Das ist das ganz, ganz kleine. Und gehe wieder mit Magenta. Oh, die letzte Runde. Doch. Wunderbar. Sieht doch schon ganz passabel aus. Wie gesagt, es muss nicht perfekt sein. Wir müssen ja nicht gleich noch eine Ausstellung, eine Vernissage veranstalten oder so. Sam, was nehme ich denn hier? Soll ich mal Gold nehmen? Das wäre noch auch. Hätte ich auch gerade noch hier auf dem Tisch. Ja, schauen wir mal, wie es rauskommt. Goldig aufladen. Hier macht ihr das genau gleich. Zieht es runter. So. Ich würde jetzt hier gleich weiter mit Gold arbeiten. Sonst wird es ein Schuh. Oh, das ist doch
Farbe schrecklich hin. Das soll ja beruhigend sein. Gut, man kann auch ein belebendes Mantra machen, geht natürlich auch. Genug Farbe. So schön geworden hier. Ausbessern. Und runterziehen. Bis zum Spitz, wenn es irgendwie geht. Und so macht ihr das wieder rundherum. Wunderbar. Das passt doch gut. So, die Umrandung nehme ich, glaube ich, nochmals schwarz. Und dann. Und zwar nicht ganz mittig, sondern so wie hier, eher seitlich. Schau ich mal, wenn ich den hier. Schauen, wie es wird. Ja, geht nicht gut. Gut, zum nächsten. Ja, ist ein bisschen zu groß. Ja, den kann ich lieben. So. Ja, das geht schon besser. So. Wunderbar. Das macht er auch wieder rundherum. Das sind Wackelaugen. Kennt ihr die? So.
lassen wir es. Einen vergessen. Vor lauter Entspannung. So, nun, der äußere Ring noch. Was machen wir denn? Magenta. Gut, schauen wir. Der ist nicht zu groß. Der kommt hin. So. Gut wäre, wenn man darauf achtet, nicht in die Farben reinzutappen. Ich bin da so ein Spezialist von. Die mache ich jetzt auch wieder eher seitlich, wenn ich es treffe. Sieht es gut? Und dann habt ihr euer erstes kleines Mandala. So, das könnt ihr dann natürlich noch ausbauen, wenn ihr findet, so, okay, sieht ein bisschen nackig aus. Dann kann man da noch jetzt zum Beispiel noch mit größeren Dots rundherum oder auf den Top Dots nochmal Top Dots machen. Ja, das könnt ihr dann so handhaben, wie ihr wollt. Das wäre dann ähnlich hier. Top Dots auf den Top Dots. Dots, Dots. Ja. Was ihr hier natürlich noch könnt, das ist so die Lücken füllen. Das finde ich immer, sieht so ein bisschen komisch aus. Dann nehmt ihr ein feines Dotting Tool und geht immer bei den breitesten Abständen rein. Hier. Hier. Das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Wie ihr gerade lustig seid. Ich finde, es ist einfach so ein bisschen füllender. Ich müsste immer wieder nachladen. Farbe holen. Seht ihr das? Ja.
noch mit Öl tupfen. So. So. Lasst euch Zeit, YouTube ist ein geduldiger Lehrer. Er schimpft nicht, wenn es versemmelt. Er schimpft nicht, wenn ihr zurückspult. Habt Spaß daran. Das ist das Wichtigste. Ich sage, jetzt stimmt der Abstand auch nicht, aber egal. Wir sind keine Perfektionisten. Oder ich zumindest nicht. Oder ich versuche es nicht zu sein, sagen wir es mal so. So. Das könnt ihr natürlich immer so weiter treiben und weiter treiben, bis nichts mehr übrig ist von dem schwarzen Untergrund. So. Wenn ihr das dann wollt. Das ist eine Geduldssache, die Dotterei. Ich muss am liebsten, wenn alle aus dem Haus sind und ich absolute Ruhe habe. Oder wenn alle schon schlafen, das gibt es auch. Auf jeden Fall ein abendfüllendes Programm. Super Alternative zu Netflix and Company. So, der auch noch mal rundherum. Hier noch und hier noch. Und hier und hier. Ihr seht, ich sehe immer wieder, oh, da könnte ich noch, oh, da könnte man noch. Und schon wieder ist eine Idee im Kopf. Wunderbar. So. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachdotten. Für allfällige Fragen hinterlasst sie in den Kommentaren. Wenn ich Zeit habe, schaue ich rein und werde sie natürlich beantworten. Ja, dann viel Spaß dabei, viel Entspannung. Und einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss zusammen.